75 gewalttätige Übergriffe gegen Ärztinnen und Ärzte pro Tag in Deutschland. Dieser Text kommt Ihnen bekannt vor? Gut, den hatten wir auch schon mal. Aber jetzt bringt der ausgeschlagene Boden das Fass zum Überlaufen. Vor wenigen Tagen war im Kölner Stadtanzeiger zu lesen: Computer schlägt Dermatologen. Mutiert künstliche Intelligenz jetzt schon zu künstlicher Brutalität? Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie mal wieder hinschauen. Ja, manchmal lohnt nach dem ersten Blick auch der zweite. Mitnichten geht es in dem Artikel Computer schlägt Dermatologen um körperliche Gewalt gegen Mediziner. Hier fließt kein Blut, nein, hier schwillt noch nicht einmal ein Auge. Hier wird nur das Ergebnis eines sportlichen Wettkampfs angezeigt. 157 Hautärzte aus 12 Universitätskliniken traten an gegen den Algorithmus einer Rechenmaschine. Und worum ging es? Erkennung eines malignen Melanoms. Und siehe da, der Computer ist in der Beurteilung von Bildern zu dieser Fragestellung deutlich besser. Testen Sie selbst. Ja, wo ist das Melanom? Schon klar. Aber welche Läsion ist auf dem zweiten Bild zu sehen? Das fand auch der Computer nicht heraus. Wissen Sie, wer noch besser ist als Mensch und Computer? Der Hund. Ja, auch Hunde können maligne Melanome erkennen. Und zwar am Geruch. Hunde können Prostatakrebs, Ovarialkarzinom und viele andere Krebsarten erkennen, ohne Medizinstudium, Freischnauze. Und der Polizeihund George aus Florida, übrigens ein Schnauzer, kann das mit einer Trefferquote von 100%. 100%? Das ist in keiner Statistik vorgesehen. Das ist unglaublich. Können die Dermatologen aus 12 Unikliniken nun ihre Auflichtlupe in die Schublade räumen? Nein, denn George ist leider tot. Und das hier ist kalter Kaffee. So. Ja.